Anders willkommen zur 19. Vorlesung Gaben und Logik. Auf dem Programm stehen heute zwei Dinge. Erstens, wir wollen diese Dialektika-Interpretation fertig machen. Insbesondere wollen wir verstehen, woher diese komische Floskel hier kommt. Und zweitens, wir wollen beginnen mit dem Proof-Mining in der Algebra. Wir wollen sehen, wie man Beweise, die Primideale verwenden, so umschreiben kann, dass sie keine Primideale mehr verwenden, dass sie konstruktiv zulässig werden. Sehen wir dann aber alles nachher. Also hier nochmal grob die Erinnerung, worum es ging bei der Dialektikinterpretation. Die Idee war, zu jeder Formel von HA Omega eine andere Formel von HA Omega zuzuordnen, und zwar eine, die eine ganz bestimmte Bauart hat, nämlich lauter Existenzquantoren, eventuell über höhere Typen, nicht nur über n, dann lauter Universalquantoren und dann eine einzelne quantofreie Aussage. Und die anschauliche Vorstellung, die aber, wie ich finde, eigentlich zu weit trägt, ist die, die da unten steht, so ein Phi D von irgendwelchen X und den Ys. Die X sollten dann später existenziell quantifiziert sein und die Ys universell. Meint in etwa sowas, die Sachen, die in dem X-Tupel drinstehen, die bezeugen viel. Und außerdem sind die Sachen, die in dem Y-Tupel drinstehen, die geben insgesamt kein Gegenbeispiel für Phi. Beides zusammen. Bei der Realisierbarkeitstheorie quasi gab es nur den ersten Teil. Und jetzt wird das Ganze irgendwie verstärkt auf nicht triviale Art und Weise. Wir können zum Beispiel sehen, dass diese Interpretation hier bei dem für alle Quantor Sinn ergibt. Und achte drauf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mich da letztes Mal verschrieben. Ich glaube, hier stand letztes Mal noch ein Y-Vektorpfeil und das ist nicht richtig. Also jetzt wieder falsch und jetzt wird es wieder richtig. Also, und ich sollte vielleicht dazu sagen, wenn wir das hier eben rekursiv definieren, dann verwende ich immer schon, was die Bauart ist von Phi und auch von Psi. Das geht hier überall ein. Wir schreiben das Phi oben D als, es gibt X, sodass für alle Y Phi D gilt. Und wir schreiben das Psi D als, es gibt Vs, sodass für alle Ws Psi D gilt. So, und was ist jetzt die Formel bei der, die Übersetzung bei der Allquantifikation? Wenn man das naiv machen würde und einfach für alle Z Phi hoch D schreiben würde, dann hätte man insgesamt folgende Quantenreihe, nennen für alles Z. Dann ein existiert x, dann wieder ein für alle y und dann das da. Das heißt, es wäre nicht von der Form wie da oben. Was man stattdessen macht, ist, man macht genau dasselbe, wie das Auswahlaxiom produzieren würde, wenn man das anwenden würde. Nämlich man sagt, na gut, ich will nicht einfach, dass es für jedes z irgendwie so ein Tupel aus x gibt, sondern ich gönne mir die Auswahlfunktion f, eine Auswahlfunktion f. Ich behaupte, ich fordere, dass eine solche existiert, die mir zu jedem so einen Z eben das richtige Tupel an Xen zurückgibt. So dass dann der Rest hier erfüllt ist. So dass dann also für alle Y Phi D von diesem Realisierer, von diesem Zeugen erfüllt ist. Also das F hier ist eine Funktion, welche die richtigen X berechnet, so dass das dann eben ein Zeuge für Phi ist und Y kein Gegenbeispiel. So, und jetzt schauen wir uns das da an. Erst semi-anschaulich, nochmal irgendwie in dieser Sprechweise. Und dann an der Tafel ein bisschen genauer, wie man wirklich drauf kommt. Okay, was soll die Idee hier sein? Also die Idee, und vergleiche es immer mit der Realisierbarkeitsinterpretation, weil es halt ähnlich ist, nur hier eine Stufe aufgepimpt. Die Idee soll grob sowas sein, wenn ich mal die Sachen nach dem Semikolon zudecke. Dann soll die Idee sein, immer wenn man ein Zeugen für x hat, soll man in der Lage sein, daraus ein Zeugen x für phi, soll man daraus in der Lage sein, ein Zeugen für das Psi zu machen. Und dieses soll man in der Lage sein, wird halt kodiert dadurch, dass es eine Funktion geben soll, g, sodass, wenn ich in die das, den Zeugen für phi reinstecke, dass dann ein Zeuge für Psi rauskommt. So, jetzt haben wir aber nicht nur diese Zeugen, sondern auch diese Nicht-Gegenbeispielsbehauptungen. Und das muss halt auch einfließen. Wenn wir zeigen wollen, dass W kein Gegenbeispiel für Psi ist, dann brauchen wir dafür natürlich auch irgendeine Voraussetzung. Wir brauchen die Voraussetzung, und zwar was wir brauchen, ist halt
dass wir aus der Information, dass ein ganz bestimmtes anderes Ding kein Gegenbeispiel für Phi ist, daraus können wir dann ableiten, dass W kein Gegenbeispiel für Psi ist. Das soll die Idee sein. Und die Funktion, die uns berechnet, was denn das richtige Y ist, was man hier vorne einsetzen muss, um dann in der Lage zu sein, diese Implikation zu zeigen für dieses W, das soll halt auch wieder berechnet werden durch so eine Funktion f. Ein kleiner Punkt, der überhaupt nicht schlimm ist, ich nur von der Syntax nochmal. Also wenn ich einfach so drei Sachen nebeneinander schreibe, dann meine ich, wenn ich das ganz ausschreiben würde, ich mache es mal einmal groß, damit man das einfach sieht. Und ich mache es erstmal kurz ohne Vektorpfeil, ich will nur, dass der Punkt wirklich klar wird. Also wenn ich sowas schreibe, dann ist das eine Abkürzung für f von x. Und das Ergebnis ist eine Abbildung oder etwas, was sich wie eine Abbildung verhält in h Omega. Und dieses Teil tue ich w einsetzen. Ja. Jetzt steht da aber nicht fxw, sondern da steht noch so ein Tupelzeichen auf dem x drauf. Also es könnte vielleicht in Wahrheit das da sein. Vielleicht sogar das da. Müssen nicht die gleiche Länge haben, das hängt halt davon ab, wie die Aussage aufgebaut ist. Gut, das wäre dann eine kurze Weise für, wir wenden f auf x1 an. Das Ergebnis ist eine Funktion, in die stecken wir x2. Das Ergebnis ist eine Funktion, in die stecken wir w1. Das Ergebnis ist eine Funktion, in die stecken wir w2. So ist das zu lesen, ja? Aber es gibt keinen bedeutsamen Unterschied zwischen einer Funktion, die einfach vier Argumente nimmt, wie man es sonst oft in der Mathematik hat, und einer Funktion, die halt als, die nur ein Argument nimmt, aber als Rückgabe eine Funktion zurückgibt, die dann ihrerseits ein Argument nimmt und als Rückgabe eine Funktion zurückgibt, die wiederum ein Argument nimmt und als Rückgabewert eine Funktion zurückgibt, die dann ein letztes Argument nimmt und dann irgendein Endergebnis berechnet. Ja? Diese Umrechnung zwischen diesen beiden Sichtweisen heißt auch Currying, nachdem der Augsburger Curry Club benannt ist. Okay, also hängt euch daran nicht auf. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einfach sagen, wir geben der Funktion f zwei Argumente, nämlich das Tupel der x und das Tupel der w's. Und auf dem f ist nochmal ein Vektorpfeil, denn wir müssen nach dem Semikolon ja eigentlich mehrere y's hinschreiben, so viele wie halt quasi induktiv sich so ergeben haben. Und wofür, das ist dann also eine Kurzschreibweise dafür, dass wir hier so viele f's haben, wie wir hier Stellen haben, die zu besetzen wären. Also haben wir in f1 bis fm und dann tun wir halt in f1 bis fm jeweils dieselben Argumente rein. So, jetzt lasst mal, weil die Implikation der kritische Punkt an der ganzen Übersetzung ist, das nochmal besser herleiten, ja? Ohne irgendein Gefasel von Gegenbeispielen und Zeugen. Also Motivation für die Definition von der Dialektika-Übersetzung von der Implikation. Dazu wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir wollen einfach diese Aussage mehrmals umformen. Möglichst äquivalent umformen, eventuell unter Zuhilfenahme von klassischen Axiomen. So lange, bis wir bei der Form da oben rauskommen. Die Idee grundsätzlich sollte sein, dass die Dialektikinterpretation von dieser Implikation definiert wird als das, nur ist das halt nicht von der gewünschten Form. Das fängt jetzt nicht mit Existenzkontoren an, dann kommt Universalkontoren, dann kommt das Kantorfreies, sondern ist halt so eine gemischte Sache. Hier steht auf erster Ebene Implikationszeichen und dann stehen hier da drin zweimal versteckt Existenz- und Universalkontoren. Das ist nicht von der Form, wie wir es haben wollen. Also versuchen wir das Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wir können induktiv die beiden Übersetzungen von phi d und psi d einsetzen. Da geht also überhaupt kein Axiom von Hating-Arithmetik hoch Omega ein. Das ist also, existiert x, sodass für alle y phi d gilt. Und ich habe jetzt Bock, die Vektorpfeile wegzulassen. Beziehungsweise ich habe Bock vorzugeben, dass die Tupel jetzt alle nur Länge 1 haben, einfach um die Notation hier ein bisschen zu vereinfachen. Also das da impliziert das nächste. So. Also bisher nichts Schlimmes passiert.
Nächster Schritt, wir machen eine Umformung, die intuitionistisch völlig akzeptabel ist. Wenn ich nichts weiter dazu schreibe, meine ich, dass die Umformung nur mit Hilfe der Axiome von HA Omega auskommt. Nämlich aus diesem, es existiert ein x vorne, machen wir ein für alle x ganz, ganz vorne. Das Ergebnis wird dann sein, also der Rest, der noch dran steht, ist das da. Das ist eine intuitionistische Tautologie. Ist okay, ne? Was ich als nächstes machen will, ist, ich will hier hinten was reinziehen. Das kommt gleich. Jetzt will ich einen nicht-trivialen Schritt machen. Ich verwende jetzt das Axiomenschema IP für alle Omega. Ich sage euch, was dieses Axiomenschema aussagt. Und dann sehen wir, dass das, was ich gleich machen werde, okay ist. Also es ist auf jeden Fall ein Axiomschema, was klassisch erfüllt ist. Deswegen nicht etwas, was unbedingt besorgniserregend ist. Also das IP Omega, das sagt Folgendes aus. Das sagt aus, dass man aus dem da folgern darf Folgendes. So. Und jetzt gibt es noch zwei Bemerkungen, die man dazu machen muss. Bemerkung Nummer 1, worüber darf das Z quantifiziert sein? Dürfen das nur natürliche Zahlen sein oder auch andere Sachen? Das hoch Omega soll andeuten, dass man jeden Typ von H Omega hier für das Z verwenden darf. Anmerkung 2, von welcher Bauart darf das Alpha sein? Da gibt es eine Einschränkung, die durch das Universalzeichen unten angedeutet wird. Also das sagt das aus. Also man hat je eine Instanz von diesem Ding, aber nicht für alle Phis, sondern für Phis von der Form für alle Q und dann was Quantorfreies. Wenn wir eine 0 unten dran machen, wir erinnern uns, das war unsere Konvention für das Teil ist quantorfrei. Entschuldigung, was bitte? Ist jetzt das Phi? Da gibt es ja nur Alpha und G. Alpha, ja. So. Alpha und Alpha 0. Danke. Hier gleich wird es einen Phi geben, aber hier ist es Alpha. Also das ist das Axiom IP Omega für alle. IP steht für Independence of Premise. Achso, ist das das Drunken-Paradoxon? Genau, mehr oder weniger ist es das Trinker-Paradoxon. Überlegt euch, dass das in klassischer Logik stimmt. Machen wir kurz gemeinsam und dann überlegen wir uns, warum es intuitionistisch auch nicht völlig schlecht ist, obwohl es schon kein wahres Prinzip ist in H Omega. Ja? Also, gelte das da und wir wollen in klassischer Logik zeigen, das da. Fall 1, Alpha könnte gelten. Wenn Alpha gilt, wissen wir nach Voraussetzung, dass es ein Z gibt mit Beta. Für dieses Z gilt dann insbesondere, dass aus Alpha Beta folgt. Fall 2, Alpha ist falsch. Dann nehmen wir für Z irgendein Element von der Sorte, über die hier Z quantifiziert wird. All die Sorten, über die wir immer quantifizieren in H Omega, sind bewohnt. Wir können explizit Terme für die angeben, zum Beispiel die Zahl 0 oder die konstante Nullfunktion. Okay, und für dieses Dummy-Element stimmt es dann, dass rein hypothetisch aus Alpha, was ja falsch ist, Beta folgen würde. Alpha enthält nicht die Variable Z. Ja? Deswegen. Gut. Und warum ist dieses Axiom jetzt auch intuitionistisch nicht ganz schlecht?
überlegt euch, wie ein Beweis hiervon irgendwie aussähe. Der Beweis würde die Gültigkeit von Alpha annehmen und daraus, und nachdem er das angenommen hat, halt irgendwie eine Konstruktionsvorschrift für eine Z liefern, sodass dann eben Beta von Z gilt. In diese Konstruktionsvorschrift oder sowohl in die Konstruktionsvorschrift als auch in den Nachweis, dass für dieses konstruierte Z dann wirklich Beta gilt, geht dann eventuell die Voraussetzung Alpha ein. Vielleicht wird irgendwo mal bei der Konstruktion durch irgendwas dividiert und die Voraussetzung, die in Alpha drin steckt, die garantiert, dass das, wo ich mal dividieren will, nicht null ist. Nur als Beispiel. Noch eine Frage. Bitte. Von welcher Power dürfte nochmal Alpha 0 sein? Quantorfrei. Das hätte keine Einschränkung. Okay. Beim Trinkerparadoxon in klassischer Logik kann Alpha sein, was es möchte. Okay. Genau. Aber damit wir irgendwie eine semi-intentionistische Rechtfertigung dafür haben, müssen wir das Alpha ein bisschen einschränken, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und außerdem ist es hier gut, so wenig wie möglich Zusatzaxiome zu verwenden, weil es immer gut ist, so wenig wie möglich Zusatzaxiome zu verwenden. Ja, wir wollen möglichst scharfe, präzise Aussagen haben. Okay, also ein Intentionsbeweis von der oberen Implikation, der gibt irgendwie ein Konstruktionsverfahren an für so ein Z und weiß danach, dass für dieses Z Beta von Z gilt, verwendet dabei Alpha. Das Konstruktionsverfahren funktioniert eventuell nicht, wenn die Voraussetzung Alpha nicht erfüllt ist, weil wir dann vielleicht, um das Z hinzuschreiben zu müssen, durch 0 dividieren. Aber in solchen Fällen, das ist die Idee, könnte man auch das Konstruktionsverfahren für Z anpassen und halt eine Überprüfung machen, will ich gerade durch 0 teilen? Wenn ja, gib einfach 47 zurück. Wenn nein, mach genauso weiter, wie ich es eigentlich wollte. Und wenn man diese Modifikation durchführt, dann ist man immer in der Lage, ein Z zu konstruieren. Dieses Z wird zwar ein Fantasie-Z sein, wenn Alpha nicht erfüllt ist, aber wenn Alpha eben doch erfüllt wird, ist, dann wird das so derart konstruierte Z genau dasselbe sein, wie man hier auch bekommen hätte. Insbesondere gilt dann also Beta von Z. Das ist die Idee, warum dieses Axiom intentionistisch nicht völlig schlecht ist. Es ist schon nicht erfüllt in H-Omega. Es ist schon auch in den wenigsten Topoi erfüllt. Aber es ist so ähnlich wie Markovs Prinzip, ist es nicht völlig schlecht. Man hat eine gewisse Interpretation für es. Diese Voraussetzung, ihr könntet noch eine Sache einwenden, und zwar könntet ihr sagen, na gut, wenn ich in so einem Beweis jetzt das Z angebe unter der Voraussetzung Alpha, vielleicht hängt es ja auch wirklich von Alpha ab, was das entstehende Z ist. Das ist ja offen in Mathematik so, ja? Je nachdem, was, wie dann die Zeugen vielleicht sind, die in Alpha drinstecken, ist das Z ein anderes. Aber da geht jetzt eben die Form von Alpha ein. Alpha ist nicht von der Form, es existiert irgendein P, sodass irgendwas gilt und je nachdem, was für ein P ist, wäre auch Z was anderes, sondern das ist halt so eine reine universelle Aussage. Das sagt, für alle Q gilt das. Und da quasi, liefert nicht genügend Informationen, damit das Z immer ein anderes wäre oder so. Lasst uns das jedenfalls jetzt mal verwenden. Also lasst uns das existiert V nach vorne ziehen. Wir haben dann für alle x existiert V und der Rest bleibt erstmal gleich. Ja? Hier haben wir unsere Hypothese Alpha. So, und hinten machen wir halt das. So. So, wir nähern uns der gesuchten Form, dass wir vorne Quantoren haben, hinten was quantorfreies. Was ich als nächstes machen würde, wäre das für... Ja, die Rückrichtung, die gilt auch intuitionistisch, genau. Das Besondere ist die Hinrichtung, die jetzt eben mit dem Axiom garantiert wird. Ja, genau. So, als nächstes würde ich gerne das für alle W nach vorne ziehen. Das kann ich wieder rein intuitionistisch machen, ohne alle Zusatzaxiome. Also für alle x existiert ein V, sodass für alle w gilt. Immer noch mit dieser Hypothese. So. Folgt das da. Und jetzt machen wir nochmal
genau dieselbe Art logische Schritt wie von hier nach hier. Oh, nee, sorry, machen wir nicht. Was wir jetzt machen ist, lasst mich das mal so hinschreiben. Das ist auch nochmal eine rein intuitionistische Äquivalenz. So. Das ist eine rein intuitionistische Äquivalenz. Hier geht aber was ein, nämlich dass quantorfreie Formeln, so wie das Phi D und das Phi, wie das Phi D und das Psi D, dass die beide entscheidbar sind. Also dass wir in H Omega zeigen können, dass sie gelten oder nicht gelten. Ich will mal kurz noch weitermachen, damit das die Rechnung abgeschlossen ist. Was wir als nächstes verwenden, ist Markovs Prinzip. Hoch Omega. Hoch Omega deutet an, es ist nicht das ursprüngliche Markovs Prinzip, was erlaubt hätte, dass wenn das jetzt hier eine Quantifikation über n ist, die beiden nichts wegzulassen, sondern es ist das stärkere Markovs Prinzip, wo das y hier von jeder Sorte sein kann. Damit dürfen also wir folgt weiterschreiben. Für alle x existiert v, sodass für alle w gilt, dass ein y existiert, sodass das da hinten gilt. Und jetzt sind es noch zwei Schritte und dann sind wir auch fertig. Beobachtet, dass MP hoch Omega schon ein eher deutlich nicht intuitionistisches Prinzip ist. Beim normalen MP konnte man noch sagen, dass das nicht völlig hanebüchen ist, weil in der Realisierbarkeitstheorie zum Beispiel wurde es ja realisiert, denn wir hätten wir so ein, also wie kann man aus dem Realisierer von dem einen Realisierer für den machen? Naja, man läuft halt nach und nach alle Ys ab, alle natürlichen Zahlen und lässt sich überraschen, wann man auf ein Y trifft, was dann die Bedingung da hinten erfüllt. Die Bedingung da hinten ist entscheidbar, deswegen geht das. Aber das ist MP Omega. Y kann hier von einer höheren Sorte sein, vielleicht von der Sorte aller Funktionen von n nach n. Und ein Programm kann nicht alle Funktionen von n nach n nach und nach durchlaufen und dann jeweils prüfen, ob das erfüllt ist oder nicht. Also das Axiom hat es schon in sich aus intuitionistischer Sicht. Wieso kann das Programm das nicht? Weil es überabziehbar unendlich viele Funktionen gibt von n nach n. Und die kommen auch gar nicht einfach in der Reihenfolge oder so, ja? Weil sie nicht abziehbar sind. Also, genau. Und noch schlimmer wird es natürlich bei Funktionen höherer Ordnung. Bei Supertunmaschinen sähe es eventuell wieder anders aus, aber so ist es halt. So, jetzt brauchen wir noch zweimal das Auswahlaxiom und dann sind wir durch. Also, zunächst mal für vorne. Wir sehen doch hier, für alle x existiert ein v. Wir wollen uns jetzt für diese v's eine Auswahlfunktion gönnen. Also eine Funktion f und sie heißt g. Damit es mit dem übereinstimmt, sodass für alle x und für alle w jeweils ein y existiert, sodass, jetzt schreibe ich das nochmal ab, aber da, wo v stand, gönnen wir uns jetzt das g. Und jetzt lasst mich nochmal schauen, dass ich das richtig mit dem Variablennamen mache, weil ich will auf jeden Fall Folgendes hinschreiben. Ja, genau, alles gut. AC Omega ist genau das Axiom, was wir brauchen, um diesen Schritt zu rechtfertigen. Von unten nach oben ging es auch ohne AC Omega, aber von oben nach unten brauchen wir AC Omega. Ja? Ich habe wirklich genau dasselbe abgeschrieben, aber statt V halt G von X. Und jetzt noch einmal AC Omega für hier hinten. Da ist doch so, dass wir für alle x und für alle w's jeweils ein y haben. AC Omega sagt uns, wir finden dafür auch eine Auswahlfunktion. Eine Auswahlfunktion, die wir dann f nennen können. Und ob ich die links oder rechts vor den anderen Existenzkontor schreibe, spielt keine Rolle, weil die zwei Existenzkontoren miteinander vertauschen.
Dann haben wir also existieren Auswahlfunktionen f und g, sodass wir alle x und w folgendes gilt. Das x bleibt so, aber das y ist ja jetzt eben durch die Auswahlfunktion gegeben. Die Auswahlfunktion bekommt zwei Argumente für die beiden Parameter, die eben universell quantifiziert waren. Also eben genauso ein gxw, wie es in der Definition dran steht. Und dann haben wir das da. Das hintere bleibt gleich. Okay, und das war genau unsere Definition und so haben wir das motiviert. Das zeigt also, dass die Dialektika-Übersetzung eine ist, die aus klassischer Sicht überhaupt nichts macht. Das sehen wir auch das wird auch bei zweitens nochmal postuliert, ja, und präzisiert. Wenn wir H-Omega nehmen und dann diese drei klassisch erfüllten Axiome, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Phi und Phi hoch D. Die rechte Tafel ist also nicht nur eine Motivation für diesen Teil der Definition, sondern das ist auch gleichzeitig einer der induktiven Schritte oder einer der Teile von dem Induktionsschritt bei zweitens, nämlich für den Fall, dass Phi von der Form ist, Phi implizit Psi. Und bei den anderen waren die Äquivalenzen, also wäre die entsprechende Motivation, dass das, was hier jeweils steht, äquivalent ist zu Phi D Zeichen Psi D, also dass das da zum Beispiel äquivalent ist zu Phi D oder Psi D und dass das äquivalent ist zu Phi D und Psi D und so, die wären sowieso sogar alle intuitionistisch zulässig. Nur bei für alle gibt es nochmal einen Unterschied, da schreiben wir so eine Auswahlfunktion hin. Das heißt, dafür bräuchten wir wieder AC Omega. So, also das ist die Dialektika-Interpretation. Ich würde jetzt gerne mal euch einfach ein paar Beispiele zeigen für Übersetzungen, damit wir den Drive rausbekommen, wie diese Interpretation funktioniert. Lasst euch das nur noch mal auf die Zunge zergehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewürdigt habt. Es gibt halt das Theorem 1. Das sagt, wenn man eine Formel Phi beweisen kann, unter Zuhilfenahme von diesen drei klassischen Axiomen, dann kann man Phi hoch D auch intuitionistisch beweisen. Das ist schon irgendwie was Besonderes. Das heißt, die Dialektika-Interpretation, die durch ihre Interpretation ist, macht es irgendwie möglich, dass man all diese drei Axiome, die intuitionistisch völlig falsch sind und wegen dem Hochomega eventuell keine Bedeutung mehr haben, keine irgendwie sinnvolle Interpretation haben, dass man die trotzdem eliminieren kann. Eliminieren in Hilberts Sinne, das heißt verwenden. Zeigen, dass es verwendbar ist. Zeigen, dass es okay ist, es zu verwenden. Okay, lasst uns Beispiele sehen. So, also einfach eine ganze Latte von Beispielen. So, zum Beispiel fangen wir mal mit was Quantenfreien an. Die Dialektika-Übersetzung von etwas Quantenfreien ist, wie ein einfacher Induktionsbeweis zeigt, einfach schon in H Omega wieder äquivalent zu Phi 0. Die Klauseln, die wir dafür bräuchten, habe ich noch nicht mal mehr an die Tafel geschrieben. Eine der Klauseln war zum Beispiel, stand letztes Mal dran, dass die Dialektika-Übersetzung von x gleich y folgende ist. X gleich y. Das ist der Basisfall, auf den man sich da zurückzieht. Zusammen mit, dass top hoch d wieder top ist und bottom hoch d wieder bottom ist. Ja, und dann macht ihr halt eine Induktion über das und das oder. Kriegt ihr auf jeden Fall hin, ist nichts Schwieriges. Nächster interessanter Schritt. Was wäre denn die Dialektik-Übersetzung von einer Aussage der folgenden Form? Für alle b gilt Phi 0. Okay, können wir nachschauen. Die Übersetzung lautet, postuliere Auswahlfunktionen, und zwar je eine für jede der Stellen vor dem Semikolon, also für jede der existenzquantifizierten Sachen, die in der Übersetzung von dem da vorkommen,
Aber in der Übersetzung von dem, da kommen gar keine existenzquantifizierten Aussagen vor. Das ist ja eine quantorfreie Formel, also kein Existenzquantor. Das heißt, wir müssen hier die Existenz von dem Nulltupel fordern, von null vielen Fs. Das muss ich nicht hinschreiben an der Stelle. Das heißt, ich schreibe einfach den Rest ab. Also für alle B soll gelten Phi 0 und das Dialektiker übersetzt, aber das ist dann auch wieder Phi 0, wie wir bei erstens gesehen haben. Also für Aussagen von der Bauart macht die Dialektikerinterpretation einfach gar nichts. Die bleiben genau gleich. Und das können wir noch um eine Stufe aufpimpen. Für Formeln der Bauart macht die auch nichts. Wenn ihr Beispiel 2 akzeptiert, dann folgt Beispiel 3 sofort, weil in der Definition von der Übersetzung vom Existenzquantor wird ja einfach gefordert, dass der Existenzquantor durchgeschleift wird. Also für Aussagen dieser Form macht die Dialektikerinterpretation nichts. So, und das ist doch auch ein ganz schöner Gesamteindruck, ja? Weil unser Ziel war doch, jede Formel zu überführen in eine Formel von dieser Bauart. Okay, und was hier halt steht, ist, wenn die Formel vorne schon von dieser Bauart ist, dann macht die Dialektikerinterpretation halt nichts. Interessant ist es, wenn wir uns zu anderen Beispielen zuwenden. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Dialektikerinterpretation von folgendem an. Okay, wie geht das jetzt? Jeweils so geklammert. Wir müssen die Regel für die Implikation verwenden und dafür müssen wir erstmal die linke und die rechte Teilaussage übersetzen. Haben wir zum Glück schon gemacht, habe ich nur nicht dazu geschrieben. Ne? Wir machen hier mal noch eine Zwei-Schlange. Eine Übersetzung von etwas von der Form. Oder A, ist mir egal. Ist wieder etwas von der Form. Also, das heißt, in der Sprechweise von hier, von diesem blauen Stück an der linken Tafel, das Phi hoch D wäre, es existiert ein A, sodass Phi 0 gilt. Universalquantoren haben wir nicht. Ja, weil eben hier halt nichts mehr drin steckt. Gut, und analog hier hinten. Das heißt, wir müssen wirklich nur jetzt dieses Ungetüm einmal abschreiben. Also, es existiert F und G. Ja, bitte. Du brauchst das F gibt dir doch das zweite Argument von dem... Genau, ich brauche es nicht. Nein, du hast ganz recht, ich werde das F nicht brauchen, aber... Das ist dann der nächste Vereinfachungsschritt. Okay, gut. Genau, ich schreibe es erst formal ab. Und, du meinst, ich brauche ja hier eigentlich ein F-Tupel. Und dann sehe ich, das Tupel hat Länge 0. Ja, okay. Ja, gut, lass es gleich wegmachen. Genau. Das ist besser. Dann haben wir also nur existiert G. So, was kommt jetzt? Jetzt kommen Universalquantoren für alle X und für alle Ws. X ist immer das, was vorne existenziell quantifiziert war, also A's. Und W's war es immer das, was hinten universell quantifiziert war, also nichts. Ja, wieder leeres Tupel. Und jetzt schreibe ich halt Phi 0 von, und X ist A, und F kommt nicht vor. Das von A könnte ich auch weglassen, aber ich schreibe es jetzt deutlich dazu. Soll implizieren Psi D von GA. Okay, und wenn ihr die Realisierbarkeitsinterpretation drauf habt,
dann kommt euch das jetzt extrem bekannt vor. Es soll halt eine Funktion g geben, die aus Zeugen für das Phi 0 ein Zeugen für das Psi 0 machen. Das war nur ein Warm-up für fünftens. Beim fünftens machen wir dasselbe nochmal, aber jetzt mit Universalquantoren. Überlegen wir uns kurz, was die Realisierbarkeitsübersetzung davon wäre. Und schaut euch nur mal kurz den hinteren Teil an. Also ein Realisierer für das Psi 0 ist ja was Triviales. Psi 0 ist quantorfrei. Wenn es stimmt, dann ist jede Zahl ein Realisierer für das Psi 0. Wenn es nicht stimmt, dann ist halt keine Zahl ein Realisierer für Psi 0. Das ist nicht ganz richtig, wie ich jetzt gesagt habe, weil wir halt... weil wir auch in Psi 0 eventuell Oders drin haben und bei der Realisierbarkeitsdefinition von Oder musste man noch so Tupel packen mit der Funktion J. Aber trotzdem steckt kein Inhalt in Realisierern von solchen Dingen, weil es runtergekocht dann bei den einzelnen atomaren Aussagen, bei Gleichheiten, kein Inhalt hinter den Realisierern steckt. Das heißt, ein Realisierer für so eine universell quantifizierte Aussage, das ist eine Turing-Maschine, die einen B nimmt und dann einen trivialen Realisierer zurückgibt, einen, der nicht wesentlich vom Inhalt von Psi 0 abhängt, sondern nur ein bisschen von der äußeren Form. Okay, und insgesamt wäre ein Realisierer hierfür eine Turing-Maschine, die sowas akzeptiert, ein Realisierer hierfür, und dann halt ein Realisierer dafür ausgibt. Insgesamt ist ein Realisierer also dafür etwas Triviales, etwas, in dem kein Inhalt steckt. Jetzt schauen wir uns an, was die Übersetzung liefert, die Dialektikinterpretation. Also wir müssen wieder die beiden vorderen Teile Dialektiker übersetzen. Hier oben steht, wie das geht, nämlich das ist schon übersetzt. Gut. Und dann brauchen wir wieder, also dann können wir die Übersetzung durchführen. Wir brauchen also wieder einen Tupel von Fs und einen Tupel von Gs. Und diesmal werden wir sehen, wir brauchen halt nur so ein F, weil die Gs, da bräuchten wir genauso viele, wie es existenziell quantifizierte Variablen beim hinteren Teil gab, das was rechts vom Pfeil stand, aber da gibt es gar keine. Also es existiert f. Nun geht es weiter mit für alle x und für alle w. Das x, das war das, was hier existenziell quantifiziert war, davon gibt es nichts. Aber für alle w's quasi, das gibt es, das sind die universell quantifizierten Dinge hier, also für alle b. Und dann haben wir halt phi 0 von fb, also f von b, soll implizieren psi 0 von b. Beobachtung, die Dialektikerübersetzung von dem ist etwas nicht Triviales. Und zwar etwas, was auch einen anschaulichen Inhalt hat. Die Idee ist quasi, also was da irgendwie drin steckt, ist, einen Beweis von dieser Implikation, der beweist also für alle b irgendwie einen Psi 0. Und wenn der Psi 0 von b beweist, dann braucht er eine bestimmte Instanz von seiner Voraussetzung. Er braucht nicht Phi 0 von a für alle a, er braucht nur Phi 0 von fb. Nun ist es so, wenn ihr eure Erfahrung einfach denkt, dass es oft so ist, dass wenn man eine universell quantifizierte Aussage beweist, und dafür eine universell quantifizierte Aussage als Voraussetzung hat, dass man wirklich nur eine Instanz davon braucht. Aber das ist nicht immer so. Manchmal braucht man auch wirklich viele oder man kann zumindest keine a priori Schranke angeben und sowas. Aber offenbar ist die Dialektikerübersetzung so stark, dass es eben doch immer ein einzelnes genügt. Ein bisschen mysteriös. Okay, und worauf ihr natürlich alle wartet, ist ein Beispiel zur Negation. Gell? Ich habe eine kurze Frage. Bitte. Und zwar haben wir ja gesehen, dass, also wenn ich auf der linken Seite das DLO weglassen würde, dass das eine klassische Logik vollkommen in Ordnung wäre. Oder? Ja, richtig, genau. Okay, das ist ja schon ziemlich krass. Also das heißt, das zeigt, dass ich wirklich nur eine. Ja, genau. Also du findest gerade folgende Beobachtung geil. Klassische Logik würde zeigen, dass das ohne das hoch d äquivalent ist zu dem. Und das überrascht dich gerade ein bisschen, weil eben eigentlich hattest du mir eben zugestimmt, dass man in Beweisen von universell quantifizierten Aussagen oft nur eine Instanz braucht, aber manchmal halt auch mehr. Und hier steht jetzt eben dran, es genügt auch wirklich nur eine. Aber hier geht halt wieder dieses Trinker-Paradoxon ein.
Ja? Das ist so ein bisschen die Idee. Da geht halt genau IP ein. IP ist das Trinkerparadoxon. Ja. Lasst uns eine negierte Aussage übersetzen. Also lasst uns ein Nicht-Phi übersetzen. Ja? Ich schreibe nicht Phi 0 hin, weil Nicht-Phi 0 wäre ja auch wieder quantofrei. Haben wir schon im Fall 1 abgehandelt. Wir schreiben Nicht-Phi. Und wir gönnen uns, wie sonst auch im induktiven Schritt, also einen Einblick in Phi hoch D. Phi hoch D soll sein, wie sonst auch, es existieren x, sodass für alle y Phi und ein D von xy gilt. So, was ist denn das? Das ist per Definition die Implikation, dass Phi Bottom impliziert, gell? Und die Dialektika-Interpretation von Bottom war Bottom. Dann lasst mal übersetzen. Also wir brauchen wieder so Funktionale, f und g. Mal schauen, welche von denen wir wirklich brauchen, wie lang die entsprechenden Tupel sind. Von der hinteren Formel, von dem Psi, von dem Bottom, da kommen weder existenziell noch universell quantifizierte Aussagen vor. Das heißt, g hier, das ist eine Abkürzung für null viele g's und das w-Vektorpfeil wird eine Abkürzung für null viele w's sein. Also wir brauchen nur das f und das x. So, und dann phi d von x und fx impliziert das Psi unten d, das Bottom unten d, also Bottom. Und zwar so geklammert. Das ist also äquivalent zu es existieren f's, sodass für alle x folgendes nicht der Fall ist. Phi d von x mit fx. So. Das ist die Übersetzung. Lasst uns kurz checken, ob das plausibel ist in dem Bild hier unten, was in blau angegeben war. Hier steht jetzt dran, dass es eine Funktion f gibt, sodass für jedes x folgendes falsch ist, dass eben das phi d falsch ist. Das phi d würde ausdrücken, x ist ein Zeuge für das phi und fx ist kein Gegenbeispiel für phi. Die Negation davon besagt, x ist kein Zeuge für phi oder fx ist ein Gegenbeispiel für phi. Also f ist irgendwie eine Gegenbeispiel Produzierungsfunktion. Kommt halt jetzt raus mit der Übersetzung. Ja? Und jetzt wollen wir die doppelt negierte Aussage übersetzen. Also siebtens. Nicht phi. So. Wenn wir uns jetzt konzentrieren, dann kriegen wir das hin, ja? Weil hier haben wir ja schon geschafft, einfach die Negation von irgendeiner Aussage zu übersetzen. Und jetzt ist halt die Übersetzung von nicht phi. Ja? Das ist also nur eine Anwendung, von dem wir es schon haben. Es kommt da raus, das Schwierigste ist, sich gute Variablennamen einfallen zu lassen. Ich nenne das mal, ja, keine Ahnung, ist mir egal. Das da kommt raus. An dieser Stelle herzliche Grüße an Marc, der Scheme-Fan ist. Wie kam das? Also ich habe wirklich nur noch mal das verwendet. Die Variablennamen wurden andere. Ich habe jetzt f und g genommen, weil das Funktionen sind. Deswegen dachte ich mir, lass sie eher f und g nennen.
Ihr fragt euch vielleicht, wo Negationszeichen verschwunden sind. Weil hier sehen wir doch, dass halt irgendwie, wenn wir links ein Negationszeichen hatten, dass das überlebt hierhin. Aber wenn wir diese Übersetzung halt nochmal durchführen, dann würden wir vor dem Phi D zwei Negationszeichen bekommen. Und die habe ich weggelassen, nicht weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern weil das da ja eine quantorfreie Aussage ist. Also entscheidbar in H Omega. Also darf ich das nicht weglassen. Gut. Und mit diesen Beispielen ausgestattet, können wir jetzt ein bisschen versuchen zu verstehen, wie die Magie von dieser Dialektika-Übersetzung funktioniert. Also warum zum Beispiel MP Omega bei allen Typen realisiert wird. Das können wir einfach als weiteres Beispiel auch machen. Also, ich will mal Folgendes übersetzen. Nicht existiert ein A, sodass Phi 0 gilt. Dialektik übersetzt. Gut, da müssen wir nur abschauen, was das ergibt. Das ergibt also Folgendes. Ja, bitte. Müsste da beim Phi D nicht G statt F von G im ersten Eintrag stehen? Ich glaube nicht. Nein, so ist es richtig. Und wir müssten, wir sehen das auch. Du sagst, hier war es ja auch so, dass vorne nicht stammt. Aber dafür stand es ja hinten. Und jetzt musst du aufpassen, das, was hier x ist, das ist in dieser Formel das Universalquantifizierte, also eher das, was hinten steht. Also wenn du es machst, dann kommt das raus. Wir können es mal kurz auch machen. Also wir merken uns, wenn das Phi hoch D von der Form ist, dann ist das die Übersetzung von dem Nicht-Phi von der Form. Gut. Jetzt, was ist dann die Übersetzung von dem Nicht-Nicht-Phi? Gut, also das heißt, es fängt an mit irgendeiner Existenzquantifikation. Vielleicht sollten wir einfach andere, ja. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Das Problem ist nur, sag mir mal einen Variablennamen, der wie Funktion Schlange klingt. Ja, Schlange, aber dann habe ich Schlange und Vektorpfeil. Ja, oder also wir machen Folgendes, also müsst ihr auch nicht mitschreiben, es wird zum Schluss wieder genau dasselbe dran stehen. Aber lasst das nochmal mit neuen Namen machen. Also, das F war ja ein neuer Name, lasst einen ganz neuen Namen erfinden, lasst A nehmen. Für eine Funktion, okay? Wir kriegen das hin. So, dann für alle. So, und nach dem für alle Zeichen kam kein neuer Name, sondern etwas, was wir schon hatten. Was war das X? X war, was auch immer existenziell quantifiziert war in dem alten. Also F. Jetzt kommt ein Negationszeichen. Und dann, was auch immer vorher daraus kam, also das da nochmal abgeschrieben. Aber jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit den Parametern. Also in dieses Vorher kann man ja die existenziell und die universell quantifizierten Variablen einsetzen. Gut, und für die, die existenziell quantifiziert sind, setzen wir jetzt das ein, was jetzt neu universell quantifiziert ist. Also das F. Ja? Gut, was war jetzt existenziell quantifiziert hier drin? Das F. Also überall, wo ich F schreiben würde, schreibe ich jetzt nicht mehr F, sondern ich schreibe nochmal, ich habe den Faden verloren.
Ja, das ist aber. Ja, aber das ist halt nicht richtig. also wir stehen gerade auf dem Schlauch. Lasst dem einen Namen geben. Na, das ist immer gut, Sachen Namen zu geben, dann checkt man es besser. Also das da, das wird jetzt better von erst die existenziell quantifizierten, dann die universell quantifizierten. Ja? Gut. Was dann hier hin muss, ist völlig klar, es muss nicht better von was hin. Jetzt können wir uns wieder an dem orientieren. Der existenzielle Slot von beta muss gefüttert werden mit dem neuen allquantifizierten. Und der Slot nach dem Strichpunkt muss gefüllt werden durch dieses neue Funktional, angewendet auf, was wir hier hingeschrieben haben. A von f. So. Und jetzt kriegen wir den letzten Schritt auch noch hin. Ne? Wir müssen Sachen einsetzen. Also, wir haben nicht phi d, Klammer auf. So, jetzt, was auch immer uns existenziell, jetzt af, genau, danke. Und hinten f davon. Und jetzt haben wir genau das, was wir brauchen. Ja, es ist schon nicht ganz leicht. Also natürlich schon, wenn man in Bistis drin ist, ne? Wenn man das dreimal gemacht hat, dann schon. Aber am Anfang nicht völlig. Die Dialektikerinterpretation ist auch einfach schwieriger als die Realisierbarkeitsübersetzung. Sie kann halt auch mehr. Ja? Also AC Omega, MP Omega und IP Omega, die sind alle falsch im Realisierbarkeitsmodell. AC Omega und MP Omega stimmen noch für Omega, also für ohne Omega. Okay, also, davon die Übersetzung. Haben wir jetzt ja gemacht. Ich verwende die obere Zeile von den Buchstaben her. Ja? Das heißt, wir haben Fs und Gs und wir haben in Wahrheit ein einzelnes F. Keine Gs, weil nichts universell quantifiziert werden wird, wenn ich das gerade richtig sehe. Also dann haben wir Phi 0. Ja, wir haben einfach das da. Prüft, dass ich die Übersetzung richtig gemacht habe. Das sieht jetzt komisch aus mit dem f. F klingt wie eine Funktion und wir wenden die auf nichts an. Das ist halt eine Funktion, die null Argumente nimmt. Das ist einfach wieder so ein a. Das heißt, die Dialektikübersetzung von diesem Ding ist halt das ohne die nicht nichts. Das ist genau dasselbe, erstaunlicherweise, wie die Übersetzung von dem. Das wäre ja auch meinetwegen, wenn ich das mir erlaube umzubenennen, das da. Daher seht ihr, warum MP Markovs Prinzip erfüllt wird in dieser Interpretation. Diese doppelt negierte Aussage, das ist normalerweise eine starke Abschwächung, nicht jedoch nach Anwendung von der Dialektikinterpretation. Das heißt, die Dialektikinterpretation ist so clever, dass ein sehr, sehr nicht triviales Prinzip, Markovs-Prinzip, übersetzt wird zu einer Trivialität. Der Beweis von erstens ist, wie auch schon angeteasert war, Routine. Ja, ihr müsst das halt durchixen über alle, so einen Induktionsbeweis über den Aufbau von Beweisen in diesem System. Das Kreative von Gödel war, dass er die Definition gefunden hat. So, wir haben gesehen, dass also MP Omega erfüllt wird von der Dialektikinterpretation. Übungsaufgabe, schaut euch die anderen Axiome an, sofern euch das interessiert. Zweitens hatten wir auch schon mehr oder weniger gemacht. Also wir haben es nicht gemacht, aber wir haben einen Teil davon gesehen. Und ich will euch drittens jetzt nochmal angeben,
Also, da hatte ich damals ein Füllzeichen gemacht, weil ich da nicht drauf eingehen wollte, aber das mache ich halt jetzt. Also, ohne die Zusatzaxiome ist es im Allgemeinen nicht korrekt, dass phi d-äquivalent sein äquivalent ist zu phi. Manchmal jedoch schon. Und manchmal, in noch mehr Fällen, hat man zumindest die Implikation von links nach rechts. Und die hat man in folgenden Fällen. Die hat man für phi atomar, also top, bottom oder Gleichheit. Vielleicht schreibe ich es auch so hin. Top, bottom, Gleichheit. Das hat man auch für und, wenn links und rechts schon Aussagen dieser Form stehen. Das hat man auch für oder, wenn links und rechts Aussagen dieser Form stehen. Das hat man für alle und es gibt, wenn rechts von diesen beiden Zeichen wieder etwas von dieser Form steht. Beobachtet, ich habe noch nichts von Implikationen gesagt. Das sage ich jetzt. Das hat man auch für Implikationen, aber nur unter einem Spezialfall. Nämlich für Implikationen der folgenden Form. Hinten darf etwas stehen, was es möchte. Also so ein Psi. Und zwar ist bereits von dieser Form. So. Und vorne darf zumindest etwas von der Form stehen. Also falls sich das Phi induktiv aus diesen Zutaten zusammensetzt und meinetwegen Implikation, wobei rechts wieder etwas aus diesen Zutaten ist und links etwas von genau der Form, dann kann man intuitiv nicht beweisen, dass das da das impliziert. Der Beweis davon ist auch absolute Routine. Ihr müsst halt Induktionsbeweis führen über die Bauart von dem Phi. Und die Bauart ist ja hier vorgegeben. Da sind alle Fälle einfach und der schwierigste ist noch der und auch der ist einfach. Also wenn ihr es wirklich macht, wenn ihr halt euch traut, die Übersetzung hinzuschreiben, dann seht ihr, wie schnell drittens erledigt ist. Okay. Ich will noch, ja, lasst noch drei Kleinigkeiten jeweils sehen, dann ist das schön abgerundet. Eine Sache, die ich euch zeigen will, ist schnell folgendes Korrelat. Korrelat woraus? Aus dem Theorem hier, und zwar dem ersten Teil, und zwar dem nicht angeschriebenen ersten Teil, dem Teil vom letzten Mal. Ich erinnere an gleich an den. Das Korrelat sagt, ist Gödels System T konsistent? So auch H Omega. Und auch noch ein Korrelat H Omega plus all die klassischen Axiome. Ist konservativ über HA Omega, nicht für alle Formeln, aber für Formeln von der Gestalt, wie sie in drittens gelistet sind. Für Formeln von der speziellen Form in drittens. Also, zunächst zum oberen Korrelat. Was war nochmal Gödels System T? Gödels System T war genau wie PRA, nur dass wir auch Sachen von höheren Typen haben als nur Zahlen. Terme können gebaut werden mit all den Möglichkeiten, wie wir schon früher gesagt haben, was ein Term in Gödels System T ist. Also insbesondere haben wir Lambda-Abstraktion zur Verfügung und primitive Rekursion auf höheren Typen. Wie folgt das jetzt? Naja, erstens war letztes Mal noch ein bisschen anders formuliert.
nämlich nicht nur so, sondern auch wie folgt. Wenn Phi ableitbar ist unter all diesen Axiomen, dann gibt es ein Tupel von Termen in Gödel's System T von genau der Länge, wie man hier bräuchte, um so einen X zu füllen, sodass in Gödel's System T folgende Aussage gilt: Phi D von diesem Tupel eingesetzt, Semikolon Y und die Y sind frei. In Gödel's System T kann man nicht quantifizieren, aber man kann freie Variablen haben. Gut. Jetzt stellt euch vor, dass H Omega Bottom zeigen würde. Dann würde also Gödel's System T die Dialektika-Interpretation von Bottom zeigen. Also Bottom. Also wäre es inkonsistent, nach Voraussetzung ist es konsistent. Also haben wir das. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Korrelat konstruktiv stärker formulieren. Nämlich als ist HA Omega inkonsistent, so auch Gödel's System T. Und statt HA Omega könntet ihr auch gleich HA Omega plus diese drei Familien klassischer Axiome dazu machen. Das ist etwas, also das ist nicht das, was aus moderner Sicht das Wichtigste über die Dialektika-Interpretation ist, weil man irgendwann einfach gesagt hat, jetzt lass mal Konsistenz von HA beiseite lassen, das ist einfach mittlerweile geklärt. Ja? Also wir wissen halt sehr gut, in welchem System man die Konsistenz von HA zeigen kann und von H Omega. In diesem Sinne ist das geklärt. Heutzutage will man Proof Mining betreiben, ja? Angewandte Beweistheorie. Aber zu Zeiten von Gödel war das durchaus auch noch ein interessantes Korrelat. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schöner Konsistenzbeweis oder halt ein relativer Konsistenzbeweis. Insbesondere finde ich ihn einfacher zu verstehen als den von Gensen, den wir damals gesehen hatten. Okay, und das zweite Korrelat ist interessant. Das sagt also aus, dass wenn man es schafft, eine Formel von der speziellen Form, wie sie dort aufgeführt ist, zu zeigen, unter Zuhilfenahme von diesen drei klassischen Axiomen, dann hätte man es auch ohne diese drei geschafft. Das ist die Aussage von diesem Korrelat. Und wie beweist man das Korrelat, dieses untere Korrelat? Wir können es schnell machen, mündlich auch okay, aber es ist sowieso nur eine Zeile. Also gelte, dass dieses schon so ein bisschen klassische System Phi zeigt. Dann wissen wir nach erstens, dass HA Omega Phi hoch D zeigt. Das ist erstens. Und drittens sagt uns, dass H Omega stark genug ist, aus Phi D Phi zu folgen. Das heißt, wenn wir jetzt noch einmal Modus Ponens anwenden, dann folgt, dass H Omega stark genug ist, um Phi zu zeigen. Das ist doch auch eine interessante Einsicht, ja? Also ich darf, auch wenn ich eigentlich einen konstruktiven Beweis führen will, darf ich ruhig diese Dreiecksumme einsetzen. Ist okay. Wenn das Endergebnis eine Formel, eine Behauptung von der speziellen Form ist. Während des Beweises dürfen durchaus auch Formeln vorkommen, die nicht von dieser Form sind. Es geht nur um die Form der Behauptung. So, und jetzt würde ich euch gerne noch eine Übersetzung zeigen. Ein bisschen kompliziertere. Okay, und zwar die Übersetzung von folgender Sache. Das hier. Für jedes E, für jede Nummer von der Turingmaschine,
gibt es ein n, sodass für alle m stimmt, entweder hat me nach kleiner gleich n Schritten schon gehalten oder me hat nach m Schritten noch nicht gehalten. Das ist ein bisschen komisch formuliert, weil rechts kommt kein n vor und hier kommt kein m vor. Ich hätte das auch anders schreiben können, nämlich als für alle e existiert ein n, so dass me nach klein gleich n Schritten gehalten hat, oder so dass für alle m gilt, me hat nach m Schritten noch nicht gehalten. Gut, jedenfalls ist es eine Aussage, die ich intuitionistisch nicht zeigen kann, auch nicht unter Zuhilfenahme von diesen drei Axiomen. Was wäre die Dialektika-Interpretation davon? Von der Aussage, wie sie momentan dran steht, wäre sie nicht besonders spannend. Wenn wir mal von innen nach außen vorgehen, das da, ja, gut, das liegt jetzt momentan in Deutsch vor, aber das sind wieder entscheidbare Formeln, die sind aus Sicht der Dialektika-Interpretation genauso gut wie atomare Dinge, wie quantofreie Dinge. Also die Dialektika-Interpretation hiervon wird auch wieder sein, ME hält nach kleiner gleich n Schritten, von dem halt das und dann die Konjunktion, die Disjunktion. Also mit ME hält nach kleiner gleich n Schritten meinst du auf leere Eingabe. Auf leere Eingabe. Ja, genau, auf leere Eingabe. So, dann mit dem für alle M. Die Dialektika-Interpretation also von dem Ganzen ist immer noch auch wieder wörtlich das, was da schon dran stand. Das war quasi von Beispiel 2 oder so. Genau. Ja. Das, was hier steht, rechts von dort, ist so gut wie quantorfrei. Daher können wir das Beispiel nehmen. So, und dann haben wir, was ist die dialektische Übersetzung von allem ab hier? Naja, das ist von der Form, es existiert etwas, sodass für alle etwas circa quantorfreies gilt. Also sind wir in der Situation von drittens. Das heißt, die Übersetzung von all dem nach rechts ist wieder genau das, was dran steht. Und interessant ist es jetzt nur eins später, wenn wir auch noch den Universalquantor hier übersetzen, der wird dann übersetzt werden zu, es gibt eine Funktion f, sodass für alle e jetzt nicht mehr existiert ein n, sondern das f soll ja solche n's berechnen. Und für alle m folgendes gilt, me hält nach kleiner gleich f von e Schritten oder ME hat nach M Schritten nicht gehalten. Das ist die Dialektik-Übersetzung davon. Und jetzt sehen wir auch recht deutlich, dass sich die Aussage da oben nicht zeigen lässt in H Omega plus diesen drei Zusatzdingern, denn wenn ja, dann ließe sich ja diese Aussage hier rein intuitionistisch zeigen. Insbesondere, wenn wir die Variante von erstens nehmen, die nicht angeschrieben ist, gäbe es also einen Term in Gödel's System T, der dieses F hier angibt, sodass eben das da hinten stimmt. Und aus diesem F könnten wir ganz trivial einen Halteorakel bauen. Nämlich wie folgt. Uns wird eine Turing-Maschine ME gegeben. Wir haben die Aufgabe herauszufinden, ob die hält oder nicht. Wir als Algorithmus. Dann berechnen wir halt mal f von e, das gibt irgendeine Zahl. Dann simulieren wir me für f von e Schritten. Wenn wir dabei feststellen, dass es anhält, dann wissen wir, dass es anhält. Wenn wir sehen, dass es bis da nicht angehalten hat, muss ja aber trotzdem für jedes m diese Disjunktion gelten. Der vordere Fall ist nie erfüllt, also muss immer der hintere Fall erfüllt sein. Das heißt, me wird nach m Schritten nicht halten, egal was m ist, das heißt, me hält nicht. Okay, also so ein F hier ist mehr oder weniger ein Halteorakel. Gut. Interessant wird es jetzt, wenn wir nochmal diese Aussage übersetzen, diesmal aber mit zwei Negationszeichen hier. Ja? Mit den zwei Negationszeichen kann ich es nämlich auch intuitionistisch zeigen. Und erlaubt mir das abzukürzen, das ist jetzt nicht unbedingt Standardnotation. Aber ich habe nicht so viel Bock, das nochmal abzuschreiben. Also das da soll heißen, ME hat terminiert, hat gehalten nach kleinen gleichen Schritten. Und das heißt, ME hat nach kleinen gleichen Schritten noch nicht
terminiert. Ja, es explodiert, es fliegt davon. Fall nach oben. Gut, was ist die Dialektika-Interpretation davon? Von dem hinteren Teil ist sie wieder wörtlich das, was da schon steht, weil das im Wesentlichen quantafrei ist. Das müsst ihr nochmal in der Übungsaufgabe verifizieren, ja, dass ich das so missbrauchen darf. Die Übersetzung von dem Teil ist auch genau das, was schon dran steht. Und auch die Übersetzung von dem Teil ist genau das, was schon dran steht. Aber jetzt kommt das Doppel nicht rein. Und da müssen wir uns halt gleich nochmal anschauen, was davon die Übersetzung war. Das war, existiert F und G, sodass, ganz oben haben wir es, ja? Es existiert F, sodass für alle G Folgendes gilt. Naja, dass die Aussage da hinten nur halt entsprechend eingesetzt für das existenzielle F von G. Und für das andere G von F von G. Ich glaube, es hilft an der Stelle auch ausnahmsweise mal die Sorte von F und G anzugeben. G ist von der Sorte n hoch n. Und F ist von der Sorte n hoch n. Und das bekommt eine anschauliche Interpretation in einer Sekunde. Ich will nur doch das fertig machen, weil jetzt haben wir halt das für alle E vorne und können also die Übersetzung angeben. Das heißt, wir gönnen uns nochmal so eine Auswahlfunktion. Ja? Normalerweise nenne ich die immer F. F ist jetzt schon verbraucht, also nenne ich sie jetzt H. Und dann kommt für alle G. Und dann folgendes, kleiner gleich. Und statt F schreibe ich jetzt halt H von G. Ja? Einen Moment, das E fehlt noch. Jetzt ist es richtig, ja? Also H von E und G. H, E, G. Oder M, E hat nach kleiner gleich so und so viele Schritte noch nicht gehalten. G von F, G. G ist G. Und statt F, G schreiben wir H, E, G. Das ist also die Anwendung von H auf E und davon die Anwendung auf G. Das H erfüllt jetzt dieselbe Rolle wie bei der Dialektik-Interpretation eben, das F. Das heißt, es ist so eine Art Halteorakel, aber in einem ganz, ganz stark abgeschwächten Sinne. So stark abgeschwächt, dass die Aussage, die hier hinten steht, einfach korrekt ist, also intuitionistisch zeigbar ist. Ich kann euch nämlich direkt eine Definition von dem HEG angeben, also von der Funktion H. Da kann ich euch eine Definition angeben. H ist eine Funktion, die eine Funktion zurückgibt, die einen E nimmt, welche, wenn aufgerufen, eine Funktion zurückgibt, die einen G nimmt, welche, wenn aufgerufen, Folgendes zurückgibt. Ich schreibe es kurz hin und dann interpretieren wir das. Ja? Ich habe das mal wieder nicht da. Wir prüfen, ob ME hält in kleiner gleich G von 0 Schritten. Und sonst, wir können die Fallunterscheidung durchführen im, als Term von Gödel's System T. Das hinten ist primitiv rekursiv und so weiter, das können wir alles machen. Und wir nehmen Folgendes. In diesem Fall geben wir G von 0 zurück. In dem Fall geben wir 0 zurück. Macht kurz den Check, dass dieses H wirklich ein Zeuge ist für diese Sache. Also die beiden Möglichkeiten sind vorstellbar.
falls die Möglichkeit herrscht, geben wir g von 0 zurück. Das heißt, hier steht dann me hat nach kleiner gleich heg, also g von 0 für den Schritt gehalten. Und das ist in diesem Fall ja auch richtig. Und im Sonstfall steht da dran, me hat nach kleiner gleich 0 Schritten schon gehalten. Das ist falsch. Oder me hat nach kleiner gleich g von 0 Schritten noch nicht gehalten. Das ist richtig. Also in der Tat, das ist intuitionistisch, dieser übersetzte Aussage ist intuitionistisch beweisbar. Was ist jetzt die Interpretation davon? Die Idee ist folgende. Intuitionistisch ist es nicht möglich, ein N zu finden, sodass für alle M das da gilt. Ja, das wäre so ein Haltungsfrage. Aber wenn mir mein Gegenüber mir vorher verrät, was er denn mit dem M anstellen wird, wenn ich es mit dem N anstellen wird, sofern ich es ihm gebe, dann kann ich ihn austricksen. Wenn er mir, was mein Gegenüber machen würde, wäre, also er muss mir schon mal aufschreiben, wie er mit seinem N verfahren würde. Er muss mir also so ein G aufschreiben. Und egal, was das G ist, universal quantifiziert, ich als F bin stark genug, dann das oder das dazu machen. Ich weiß, wie er mit meiner Antwort reagieren wird. Deswegen kann ich quasi einfach mal simulieren, und das haben wir hier gemacht, was passiert, wenn ich 0 oder was auch immer reinstecke. Und weil ich weiß, wie er reagieren wird, weiß ich, dass ich eigentlich nur eine Sache überprüfen muss, und so kriege ich das hin. Und das ist oft die Interpretation bei diesen doppelt negiert übersetzten Aussagen. Übungsaufgabe wird zum Beispiel sein, folgende Dialektika-Interpretation vorzunehmen. Jede Folge von natürlichen Zahlen hat nicht ein Minimum. Ohne das nicht wäre es wieder etwas, was ich intuitiv nicht zeigen kann, weil das wäre so eine Art Orakel, was eine Folge nimmt und irgendwie magisch rausfindet, was das kleinste Element ist, obwohl es nur nach und nach Zugriff auf immer mehr Elemente hat. Aber in der Dialektika-Interpretation wird sich herausstellen, dass die Übersetzung halt die ist, dass mir mein Gegenüber wieder verraten muss, was er denn anstellen will mit dem Minimum, mit der Nummer des Minimums, wenn ich sie ihm sage. Und wenn ich das im Vorhinein weiß, dann muss ich also gar nicht das Minimum finden, sondern es genügt, etwas zu finden, was sich für den Plan, was der andere schon vorhat, nur wie ein Minimum verhält. Ich brauche dann unterm Strich nur ein Minimum von endlich vielen Elementen. Und das kann ich schaffen. Gut. Ja, und jetzt wollte ich noch eine einzige Sache zeigen, nämlich wollte ein Wort zumindest verlieren noch auf den Beweis von erstens. Ich will nur eine kleine Sache vormachen, damit ihr nicht ganz ohne den Beweis von erstens nach Hause geht. Lässt sich auch intuitionistisch zeigen. Genau. Also das, was ohne das Hoch D steht, lässt sich intuitionistisch zeigen. Das, was nach dem hier hinten kommt, lässt sich auch intuitionistisch zeigen. Was dann klar ist, wenn ich das andere weiß. Und woher weiß ich das so genau, dass sich das intuitionistisch zeigen lässt? Eine Möglichkeit ist, halte ich für den Beweis. Eine andere Möglichkeit ist, ich sage, naja, klassisch stimmt es, sogar wenn ich die beiden nichts zuhalte. Und jetzt weiß ich doch, wenn ich etwas klassisch beweisen kann, kann ich die Doppelnegationsübersetzung davon intuitionistisch nachweisen. Die Doppelnegationsübersetzung sah eigentlich so aus, dass ich überall nichts dazu packen muss, aber in Wahrheit doch nur vor Existenzkantoren und auch noch vor den Oders. Und hier kann ich es halt mit dem Oders auch nochmal sein lassen. Das ist eine Besonderheit hier. Auf jeden Fall quasi weiß ich schon mal, dass wenn ich hier auch nicht dazu schreiben würde, dass ich es dann zeigen kann. Ich kann das nicht hier weglassen, weil jede dieser einzelnen Dinge sowieso entscheidbar ist. Bemerkung. Bei der Dialektika-Übersetzung gibt es kein Modus Ponens-Problem. Es ist so, es gibt
halt diverse Interpretationen. Die Dialektika ist nicht der einzige. Und bei manchen von denen gibt es das sogenannte Modus Ponens Problem. Was besagt das Modus Ponens Problem oder worum geht es dabei? Es geht um Folgendes. Also, dass es kein Problem gibt, meint, dass Folgendes leicht zu zeigen ist. Das heißt, Folgendes ist leicht zu zeigen. Wenn wir phi d wissen und wenn wir die Übersetzung von dem da wissen, dann wissen wir auch das. Es gibt andere Interpretationen, da ist es entweder sehr schwer zu zeigen oder falsch. Es ist sehr, sehr gut, dass es nicht dieses Modus Ponens Problem gibt, denn das bedeutet, also hat diverse Konsequenzen. Eine ist, dass der Beweis von erstens durchgeht, ja, weil irgendwo muss man mal etwas in der Form zeigen, zum Beispiel deswegen, weil eine der möglichen letzten Schritte, die in den Beweis von hier von sowas eingehen, könnte ja die Schnittregel sein, in Gensens Kalkül, und die sieht ja circa so aus. Die ist ein bisschen anders geschrieben, mit einem horizontalen Strich und so, aber in etwa so. Zweite Sache, dadurch, dass es kein Modus Ponens Problem gibt, ist es möglich, bei so einer Übersetzung lokal vorzugehen. In folgendem Sinne, wenn ich also irgendwie ein kompliziertes Theorem aus der Analysis habe und ich will dafür Proof Mining betreiben, also ich will erstens das phi d bekommen und zweitens, ich will auch einen Beweis von phi d bekommen, der ist dann intuitionistisch, da kann ich dann alles ablesen, all meine Schranken und alles. Dann müsste ich prinzipiell Folgendes machen. Ich nehme den Beweis, zwei Seiten irgendwie Tafelanschrieb, ich formalisiere den im Computer, sind dann mindestens 20 Seiten, wenn man Pech hat 200 oder 2000 Seiten. Brauche also ein Jahr Doktorandenzeit oder so. Und dann lasse ich halt automatisch diese Übersetzung durchlaufen lassen und bekomme all meine Schranken. Das wäre eine Möglichkeit. Aber eben, wir sind noch nicht ganz so weit, dass man jeden Beweis einfach formalisieren könnte im Computer. Bei manchen Beweisen geht das sehr geil, manchmal werden die sogar kürzer als an der Tafel. Aber meistens hat man zumindest so einen Faktor 10 zwischen Länge an der Tafel und Länge, wenn man es ganz ausgiext hat, im Computer macht. Deswegen ist es schön, dass man lokal vorgehen kann, im Sinne von, so ein längerer Beweis in der Analysis, der verwendet ja mehrere Zwischenstationen. Der zeigt erstmal die Behauptung und aus der Gültigkeit von dieser Behauptung zeigt dann das und dann das halt mit Lemmatas. Ja? Und was man jetzt machen kann, ist, man kann jedes einzelne Lemma Dialektika übersetzen, entweder per Hand oder mit Computer. Und manchmal ist es halt so, dass man die Dialektikübersetzung von einem Lemma auch einfach so per Hand neu konstruktiv beweisen kann. Man wüsste, aus dem Beweis, der schon existiert und der sogar diese Axiome verwendet, ließe sich automatisch ein solcher extrahieren, aber manchmal kann ich es halt auch einfach per Hand machen. So, wie wir es hier per Hand gemacht haben. Ich habe einfach per Hand das H angegeben. Das war okay. Gut, und so kann man halt, so muss man nicht alles erstmal formalisieren und dann irgendwie eine globale Beweistransformation durchführen, sondern man kann es lokal machen. Lemma für Lemma übersetzt man. Da steckt schon eben viel Kreativität von Gödel drin, dass das die Übersetzung war. Und dann versucht man, all die übersetzten Teillemmata zu zeigen. Wenn man nicht weiterkommt, dann schaut man den Beweis hiervon und betreibt ernsthaftes Proof Mining quasi. Gut, warum ist das leicht zu zeigen? Das ist genau das, was wir jetzt noch machen können. Also wir schreiben phi und phi d und psi d wie immer auch. Existiert x, sodass für alle y das da gilt. So, und dann übersetzen wir halt, ja? Die Übersetzung von phi hoch d steht schon dran. Die Übersetzung von phi impliziert psi hoch d steht auch schon dran, nur halt hier links. Und das Einzige, vielleicht war es auch unnötig, das hinzuschreiben, weil es auch hier in blau stand. Das Einzige, was wir uns halt jetzt überlegen müssen, ist, dass wenn wir das phi d wissen und das da, dass dann auch das psi d folgt, also wir müssen zeigen, dass es eine V gibt, sodass für alle W das da gilt. Und das geht so. Also gelte phi D.
Also existiert x mit dem da. Jetzt müssen wir ein v kriegen, also ein Tupel von v's. Ne? Naja, dann nehmen wir dann genau dieses g x g aus der Gültigkeit von der Übersetzung der Implikation. Und wenn wir jetzt ein beliebiges w haben und phi d von gx-w nachweisen sollen, dann wissen wir, dass wir dafür nur das da vorne zeigen müssen. Und das ist aber erfüllt. Das wäre sogar für alle ys erfüllt. Nicht nur für die dieser Bauart fxw. Ja. Also da phi d von x und fxw, f auch aus dieser Sache, folgt das da. Das war so leicht. Ja? Lokal konnten wir das machen. Okay. Was wir nächstes Mal machen werden, ist das, was ich heute auch schon machen wollte, Proof Mining in der Algebra. Schaut euch vielleicht dafür nochmal die Definition vom Primideal oder vom maximalen Ideal an. Das ist eigentlich ganz nett, das ist dann auch in sich abgeschlossen und führt dann wunderbar zur Topos-Theorie hin, womit wir dann danach weitermachen. Wenn ich vielleicht noch einen Teaser machen darf, es gibt in der kommutativen Algebra folgendes Lemma, was man nur nicht konstruktiv zeigen kann. Wenn ein Element x in allen Primidealen von einem Ring liegt, dann ist das Element nilpotent. Und das ist eine nützliche Beweistaktik, weil es oft recht leicht ist und auch Spaß macht, nachzuweisen, dass ein Element in einem Primideal liegt, weil Primideale, die erfüllen halt ein paar Eigenschaften und damit kann ich das gut machen. Jetzt kann man sich fragen, wenn ich jetzt also folgern kann, dass das Element nilpotent ist, dass also x hoch irgendwas 0 ist, dann kann ich mich fragen, kann ich irgendwie eine Abschätzung geben, für wie hoch dieses n sein muss? Aus den Daten. Und das kann ich halt mit dem nicht-konstitutiven Beweis überhaupt nicht. Und dann kann ich mich aber fragen, wenn alles explizit gegeben war und wenn die Behauptung was Explizites war, nämlich dass x hoch so und so viel 0 ist, gibt es dann nicht auch einen expliziten Beweis? Und wir werden ein Verfahren kennenlernen, was eben genau diese Erwähnung von für alle Primideale eliminiert, sodass ich auch völlig konstruktiv zeigen kann, dass x nilpotent ist und aus dem konstitutiven Beweis sehe ich natürlich dann sofort ein n. Das ist eine coole Sache, die sich erst so vor 10 Jahren oder so ergeben hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Frohe Weihnachten.